Was geht ab, Fitnessfreunde? Ich bin Fitness-Oskar. Ich habe letztens eine Mahlzeit kreiert, die über 100 Gramm Eiweiß hat, richtig schnell zu machen ist, also in 5 Minuten seid ihr durch und sie eignet sich perfekt für Muskelaufbau und Fettabbau. Egal, ob ihr Natural-Bodybuilder seid wie ich oder ob ihr Stoffer seid, selbst Markus Rühl würde diese Mahlzeit safe feiern. Richtig geil. Und auch alle anderen, die Muskeln aufbauen wollen oder Fett abbauen wollen, diese Mahlzeit ist für jeden richtig gut geeignet, außer für Veganer. Und einfach zu essen, das ist sehr, sehr wichtig, weil wir nur zwei kleine Schüsseln haben. Das ist eine salzige Mahlzeit und eine süße Mahlzeit. Ich habe diese Mahlzeit noch nie bei jemandem auf der Welt gesehen. Der Ursprung dieser Mahlzeit kommt aus Polen. Polen hat ja bekanntlich sehr krasse Bodybuilder. Diese herzhafte Mahlzeit wird 43 Gramm Eiweiß haben und der Nachtisch, die süße Mahlzeit, wird 71 Gramm Eiweiß haben. Und Süßes kann man ja bekanntlich einfach essen. Ich bin schon seit ein paar Monaten auf Diät, war auch gut dabei, aber irgendwann bin ich stagniert. Es ging nicht weiter. Ich musste was optimieren und ich habe die Ernährung optimiert. Ich habe diese Mahlzeit eingeführt. Ich esse sie jetzt jeden Tag. Seitdem ging es nochmal richtig krass voran. In einer kurzen Zeit, weil ich beim Training genug Kraft habe. Was mich auf jeden Fall jetzt schon mal freuen würde, wenn ihr Feedback da lasst, wie ihr solche Videos findet. Ich will dafür nichts haben. Alles kostenlos. Klar könnt ihr mich unterstützen. Unten bei Neosubs und Smiledogs über meinen Link bestellen mit immer dem besten Rabattcode Oskar. Könnt ihr machen. Müsst ihr aber nicht. Mich freuen einfach nur, wenn ihr Like, Kommi oder Abo. Was wir brauchen ist, einmal Thunfisch in eigenem Saft natürlich. Eine Packung hat 185 Gramm. Bodybuilder essen einfach Thunfisch. Markus Rühl hat es vorgemacht, Thunfisch muss man einfach als Bodybuilder essen. Wer Thunfisch nicht mag oder so, bleibt dran. Am Ende sage ich euch, wie ihr alles ersetzen könnt. Ich wollte den guten nehmen, auf den deutsche See mäßig. Dachte ich, geil, aus Deutschland, die kontrollieren alles und so. Dann gucke ich hier unten, Malediven, nee, Madagaskar. Dachte ich, okay, die haben mich ein bisschen gescammt. Ich dachte, der ist aus Deutschland, aber ich weiß gar nicht, ob es überhaupt in Deutschland Thunfisch gibt. Auf jeden Fall ist das die erste Zutat. So, und jetzt fügen wir noch ein bisschen mehr Eiweiß hinzu durch ein Ei. Eine richtig geile Eiweißquelle, sowohl das Eiweiß als auch das Eigelb. Und das Fett ist auch gut und Cholesterin ist Quatsch. Das Cholesterin aus dem Ei hat nichts mit Cholesterin, was sich in eurem Körper befindet, zu tun. Dann brauchen wir eine halbe Paprika für ein bisschen Vitamin C, Mikronährstoffe, einfach um auf der gesunden Basis zu sein. Goldmais, weil das macht dieses Thunfischrezept zwischendurch so crunchy und süßlich. Das passt einfach perfekt. Dann brauchen wir Mayo. Ihr wundert euch vielleicht, aber nehmt die reale Hellmanns Mayo aus Freilandeiern. Das ist einfach die beste. Und wir können, trotz der Mayo hier, wird das ein Fitnessrezept. Schnittlauch oder so Lauchzwiebeln, einfach so ein bisschen nach Gefühl. Eine Handvoll Tomaten. Ich mag am liebsten so Cherry-Tomaten, Cocktail-Tomaten oder auch Fleischtomaten, diese großen. Aber keine Rispentomaten, denn die schmecken nach Wasser. Ich kenne das früher noch aus Polen. Da sind wir nach Pachte gegangen und haben Tomaten geklaut von den Nachbarn und direkt gegessen und die haben nach Tomaten geschmeckt und nicht nach Wasser. Dann natürlich einfach Salz und Pfeffer, das ist die letzte Zutat, dann wären wir mit dem ersten Rezept schon durch. Dann geht's los. Thunfisch einmal öffnen, damit versaue ich mich jedes Mal. Hier eigener Saft, ne, das ist wichtig, rein. Viele ekeln sich so, den Saft und so, ne, keine Sorge, alles was in dieser Dose ist, dürft ihr essen, sonst dürfte man den Thunfisch auch nicht essen. Brauchen wir, sonst wird's zu trocken. Ei rein, perfektes Hühnerei. Kocht man wie lange? Quizfrage. Man kocht ein perfektes Hühnerei 6 Minuten. Schreibt mal rein, wie lange ihr es kocht. Aber das, ihr werdet es gleich sehen, das Eigelb muss noch flüssig sein. Schale kann man auch eigentlich mitessen, so Jeremy Fragrance mäßig. Machst du einfach so. Und was mit der Schale? Ja, ist egal. Aber wir lassen sie jetzt mal weg und so sollte ein perfektes Hühnerei aussehen, Leute. Es ist ein Traum. Und das brauchen wir, damit dieses Rezept nicht zu trocken wird. Hier schön rein. Einfach Thunfisch, Ei und Mayo ist die beste Kombi. Das sind die drei Grundzutaten. Hier ist die Mayo. Aber das war es noch nicht, denn durch die anderen Zutaten wird es umso geiler. Und zwar, wie viel nehmen wir? Wir sind hier auf Fitnessbasis unterwegs. Wir nehmen einen Teelöffel, das sind genau 10 Gramm. Ein Teelöffel für die Leute, die Diät machen. Für die Leute, die auf Masse sind, macht mehr rein. Haut 50 Gramm rein, nicht 10. Haut das Fünffache rein, ihr wollt ja zunehmen. Ob da jetzt gesundes Fett drin ist oder nicht. Die meisten, die einfach zunehmen wollen, weil sie dünn sind, so wie ich früher, war mega dünn. Ich habe einfach alle Formen von Fett genommen, um zuzunehmen. Jetzt bin ich ein bisschen gesünder unterwegs und hau mir nicht mehr so viel Mayo rein, aber Mayo ist einfach Liebe. Und diese Kombi ist jetzt schon heftig. Die Tomaten einfach so reinschneiden, halbieren.
Paprika, eine halbe. Habe ich jetzt in so kleine Stücke geschnitten. Ihr könnt auch grüne nehmen, ist glaube ich noch gesünder als rote. Für die Farbenvielfalt einfach grüne bockt auch, dann ist das noch farbenfroher das Ganze. Oder gelbe, ist egal. Dann kommt der Mais, Geheimtipp, damit das Ganze noch ein bisschen... Wer macht hier zuerst Faxen, Digga? Die GoPro, die GoPro, die dazu ausgelegt sein soll, lange zu filmen. Ein Überhitzzeichen drauf und das regt mich schon mal direkt mega krass auf. Vom Mais nehmen wir 50 Gramm, 150 sind hier drin, also ein Drittel, 1, 2, 3, 4. Ja, nimm mal so 5 Teelöffel Mais und eine Handvoll Schnittlauch oder Lauchzwiebeln. Ich weiß nicht, was der Unterschied ist, ist einfach beides Lauch. Dann haben wir ja zwei Lauchs jetzt. Salz und Pfeffer, in meinem Fall ein bisschen Chili-Salz, Pfeffer und die erste Mahlzeit ist fertig. Schaut euch mal an, wie geil das jetzt schon mal aussieht. Den Thunfisch hier noch kaputt machen und das Ganze mischen wir jetzt durch, damit die Flavors sich vermischen und dem Kamera zu warm. Die zweite Kamera gibt auf, man möchte hier einmal und dann hat man schon keinen Bock mehr. Auf jeden Fall könnt ihr das hier sehen, wie heftig das aussieht und schon hat man 43 Gramm Eiweiß auf entspannt. Richtig lecker. Diese Mahlzeit ist einfach geil für jeden, der Fitness macht, der Muskeln aufbauen will. Für die, die Diät machen, ist die so perfekt mit wenig Mayo. Für die, die zunehmend Masse aufbauen wollen, einfach das Fünffache an Mayo reinhauen und schon habt ihr eine richtig geile Masse-Mahlzeit für nicht nur Muskelaufbau, sondern allgemein Masseaufbau, also auch mit Fett und so gemischt. Das wollen meistens die Jüngeren, die sich zu dünn fühlen, die wollen einfach Masse aufbauen, Kalorien reinkriegen. Hier einmal versuchen mit der Kamera. Enttäusch mich nicht schon wieder, weil sonst schlage ich dich windelweich. Seht ihr, wir brauchen diesen Thunfischsaft da unten, sonst ist es zu trocken. Und es ist einfach so ein geiler, mäßig Thunfischsalat für jeden. Für natural Fitness-Bodybuilder, für Fitness-Hipster, für Fitness-YouTuber, wo der Arm dünner ist als ein Bein vom Vogel. Auch für die Breiten, wo ein Arm dicker ist als ein Baumstamm. Die werden es auch feiern zur Abwechslung mal zum Thunfisch-Protein-Shake. Einfach geil, so. Und wie gesagt, bei Zunehmen einfach mehr Mayo schmeckt dann einfach noch besser, muss man schon sagen. So, ist die erste Mahlzeit hat mein Vater früher, polnischer Bodybuilder, gern gegessen. Wir haben es immer auf Brot gegessen. Könnt ihr auch auf Brot essen, könnt ihr so essen, müsst ihr selber entscheiden, ne? Die erste perfekte Mahlzeit mit 43 Gramm Eiweiß. Die anderen Nährwerte und alles blende ich euch am Ende ein. Wir kommen aber schon direkt zur zweiten Mahlzeit und zwar zum Nachtisch. Und da habe ich diesen Geheimtipp für euch, was ich bei niemandem vorher gesehen habe. Lidl hat jetzt einfach Twaróg. Twaróg kommt aus Polen, ist Körniger Frischkäse mäßig, aber ist eigentlich gar nicht. Körniger Frischkäse ist feucht. Der hier ist trocken, weil da noch mehr Feuchtigkeit entzogen wurde. Somit ist das noch eiweißkonzentrierter. Es hat einfach viel mehr Eiweiß sogar als Quark. Schaut euch die Nährwerte an. Fett 0,5, ähnlich wie Magerquark. Wir haben Kohlenhydrate 4, wie Magerquark. Aber Eiweiß haben wir nicht wie Quark. Eiweiß haben wir 19 Gramm, statt wie beim Quark sind es glaube ich 12 oder 12,5. Also nochmal viel superior zu Quark oder zum normalen Königin Frischkäse. Twaróg hier, was? Twaróg? Twaróg ist komisch geschrieben eigentlich. Twaróg mit U, also Strich über ein U, ist auch ein U, aber ein anderes U, Usamknięte statt U Otwarte. Das brauchen wir nicht wissen. Wir brauchen nur das Wissen, dass das Ding unendlich viel Eiweiß hat. Aber bitte, rennt jetzt nicht alle hin und kauft 50 Kilo Twaróg von Lidl. Bitte macht das nicht, weil immer wenn ich sowas Krasses empfehle, ist es weg. Immer so Geheimtipps, ist immer alles ausverkauft und dann kriege ich nichts mehr. Bitte lasst ein bisschen was für die anderen Pumper da. Ich habe mir jetzt 4 Packungen geholt und das esse ich dann halt in 4 Tagen weg und dann hole ich mir neue. Aber holt bitte nicht alles weg. Wir kriegen das safe wieder ausverkauft, das weiß ich, weil das geht immer rum und dann entsteht so ein Hype. Deswegen lasst ein bisschen was für andere da. So ist die Konsistenz. Hier so ist Twaróg. Ihr könnt das so essen. 50 Gramm Eiweiß in einer Packung. 50 Gramm. Man kann es auch, Geheimtipp, wenn man mal schnell unterwegs ist, bei Lidl so eine Packung rausholen. Salz und Pfeffer oder Vegeta, auch polnisches Gewürz. Und dann kann man das so snacken. So bam, am. Fertig, 50 Gramm Eiweiß. So schmeckt nach gar nichts. Schmeckt scheiße. Wir haben es so auf Brot gegessen mit Vegeta. Schmeckt dann gut. Auf salzig, mit bisschen Schnittlauch kann man machen. Man kann eigentlich genau das gleiche reinmachen wie hier. Mit Vegeta würzen und auf Brot essen. Auch super Alternative, aber wir machen heute was anderes. Wir nehmen Bio-Heidelbeeren, 100 Gramm und die werde ich jetzt in der Mikrowelle erhitzen. In der Zeit lasse ich diese
Kamera abkühlen, bevor sie wieder ausgeht. Ich habe jetzt hier 100 Gramm Heidelbeeren aufgetaut in der Mikrowelle. Macht die Mikrowelle nicht zu heiß, damit die Vitamine nicht verloren gehen. Lieber länger, aber kürzer, oder lasst sie am besten Tag vorher schon auftauen. Beeren, egal welche Beeren, ich habe mich für Heidelbeeren entschieden. Ich finde, damit heißen die überhaupt Heidelbeeren oder Blaubeeren. Kennt ihr den Unterschied? Auf jeden Fall, ja, die schmecken sehr, sehr gut da drin. Und ich mag diese Dinger, haben viele Antioxidantien und sind kalorienarm. Also kann man in der Diät essen, auch in einer Low-Carb-Diät. Also das hier ist eine Low-Carb-Mahlzeit und die davor übrigens auch. Rezept schreibe ich euch am besten nochmal ganz oben im ersten Kommentar. Man kann es so essen, 2 Zutaten. Allerdings sind meistens gefrorene Beeren, ja, nicht so süß, eher säuerlich. Deswegen brauchen wir noch ein bisschen Süße. Zucker ist nicht gut. Honig ist auch eine andere Form von Zucker. Agavendicksaft, alles Zucker, heißt nur anders. Deswegen nehme ich gerne Flavor Bomb von Neosubs. Link ist unten in der Videobeschreibung. Mit dem Code Oskar spart ihr immer am meisten. Ich glaube, heute gibt es sogar 20%. Ich schreibe euch die Aktion mal rein. Es gibt es in vielen verschiedenen Geschmäckern. Ich empfehle euch Vanille, weil Vanille passt zu allem. Damit könnt ihr alles süßen und habt fast keine Kalorien drin. Entweder gar keinen oder so gut wie keinen Zucker und kein Fett natürlich. Hat auch Verdauungsenzyme. Also ihr könnt, egal was ihr esst, ob es Kohlenhydrate sind, ob es Fett ist, ob es Laktose ist, wenn ihr laktoseintolerant seid, könnt ihr alles dann besser verdauen. Ich würde nicht sagen, es wird besser vom Körper aufgenommen, aber durch die Verdauungsenzyme und Laktase hier drin wird alles, was ihr essen tut, besser vom Körper einfach aufgenommen. Nee, das habe ich gerade gesagt, das muss ich nicht sagen. Es wird einfach besser, leichter verdaut, egal. Das kann man reinmachen und so schon essen. Oder Proteinpulver mache ich noch rein. Das Ding ist, das hat schon 50 Gramm Eiweiß. Also eigentlich braucht man nicht mehr. Aber warum ich das reinmache, auch von Neosubs, auch Link unten drin, neuer Geschmack, Erdbeere. Nächste Woche kommen heftige Geschmäcker raus. Kirschgeschmack, auch geil, da rein. Oder kommt einfach Chocolate Peanut Butter Reese Geschmack raus. Ich habe schon mein 10 Jahren so viel Eiweiß getrunken. Der beste Eiweißgeschmack, den ich jemals getrunken habe, kommt nächsten Samstag raus. Aber es gibt schon sehr, sehr viele Geschmäcker und Vision Way ist auf Geschmack ausgelegt. Klar gibt es auch Proteinpulver im Supermarkt. Deswegen zeige ich euch das, weil ihr könnt das in jedem Supermarkt kaufen und da reinmachen. Der Grund dafür ist nicht, dass es mehr Eiweiß hat, sondern dass das Ganze dann süß wird. Weil jetzt ist es noch nicht süß. Also ihr könnt entweder damit süßen, ohne zusätzliche Proteine, oder damit mit noch mehr Eiweiß. Dieses Way wurde auf Geschmack halt entwickelt. Ich mache so 2 Scoops rein. Erdbeere, weil Beere und Beere passt. Was noch passen würde, ist Whey mit Vanillegeschmack. Übrigens, wenn wir schon bei Werbung sind, mein Lieblingstanktop von Smilodogs gibt es auch unten in der Videobeschreibung und alle meine anderen Sportklamotten von Smilodogs auch. Was wir hier noch machen können, bisschen Milch, das tracke ich jetzt nicht, oder Wasser, damit das Ganze einfach eine schönere Konsistenz erhält, weil so wäre es ein bisschen trocken. Klar, die Beeren lassen ein bisschen Saft, aber Tfaduk ist trocken und Whey ist auch trocken. Durch das Whey haben wir statt 50 Gramm Eiweiß 71 Gramm Eiweiß. Mit einer so einer kleinen Mahlzeit auf entspannt abends. Digga, ich habe mein Eiweiß vergessen. Es ist schon nachts, was soll ich machen? Kamera zu warm. F*** dich, du. So eine Kamera. Ich mache hier oben weiter. Ich bin so im Flow, Digga. Ich bin richtig in Rage-Mode. Das sind die Roids, glaube ich. Auf jeden Fall. Boah, das riecht so geil, Mann. Einfach Heidelbeeren mit Erdbeergeschmack gemischt. Wie gesagt, Vanille passt auch. Aber was ich nicht reinmachen würde, ist jetzt so Schoko oder so. Das passt gar nicht. Und schon sind wir fertig mit den beiden krassen geheimen Mahlzeiten. Oh, ich habe Thunfischsalat probiert. Oh mein Gott. Ich kenne das früher aus Polen als Kind, Mann. Deswegen, ich liebe es. Es ist so lecker. So, wollt ihr die Nährwerte wissen? Nein? Egal. Ich sage sie euch trotzdem. Diese beiden Sachen. Guck mal, wie wenig. Man kann es easy essen. 5 Minuten fertig. Das ist eher für Diät und Muskelaufbau. Wenn ihr mehr Masse wollt, keine Ahnung, Sahne kippt ihr rein oder Öl. Am besten, ihr macht einfach Nüsse rein und Datteln. Durch die Datteln habt ihr die Süße. Dann braucht ihr das Proteinpulver zum Beispiel nicht. Und Nüsse einfach rein. Dann haut ihr da die Kalorien hoch durch den Dattelzucker und durch das Nussfett und schon ist das auch eine Massemahlzeit. So wie wir es gemacht haben, ist es Diät und Muskelaufbau. Einfach hier mehr Mayo, hier mehr Nüsse, ist das Masse und Muskelaufbau. So kann man es easy machen. Das Ganze hat jetzt, wenn man das beides zusammen essen tut, 114 Gramm Eiweiß. Das über den Tag verteilt essen, dann abends noch ein Shake, einfach komplettes Eiweiß abgedeckt für die meisten Personen, es sei denn, man wiegt jetzt über 100 Kilo. Fett 19 Gramm, also Low Fat für Diät. Ihr wisst, wie ihr mehr Fett einfach hinzufügen könnt für Masse. Kohlenhydrate 33 Gramm. Für so eine Menge zählt das als Low Carb, würde ich sagen. Kalorien hat das Ganze 774. Und ihr müsst sehen, dass einfach 114 Gramm Eiweiß in 774 Kalorien reinpassen, wenn ihr das so esst. Also das ist
heftig. Besser geht's nicht. Ich esse es jeden Tag. Es hat mir so geholfen. Ich mache so Fortschritte. Es schmeckt so gut. Es sind echt die besten Fitnessmahlzeiten, die ich seit langem vorgestellt habe. Deswegen mache ich auch dieses Video auch anders zu meinem aktuellen Content. Aber schreibt es gerne rein, wie ihr das findet. Ich weiß, die Fragen werden kommen. Das ist viel zu viel Eiweiß. Der Körper kann nur 30 Gramm Eiweiß mit einer Mahlzeit aufnehmen. Also es ist unnötig. Eiweißverschwendung. Wird alles ausgekackt und so. Digga, Junge, dann nimm das einfach und teilst dir einen Tag auf und fertig und nerv mich nicht. Nächste Frage, die safe kommen wird. Ich mag das nicht. Was soll ich denn machen? Denk nach, wenn du was nicht magst, ist es deine Schuld und dann musst du gucken, wie du das ersetzt und stellt mir nicht diese Fragen. Falls jemand keinen Thunfisch mag, dann müsst ihr halt ein bisschen mehr Aufwand aufwenden, weil es ist ja eure Schuld, wenn ihr keinen Thunfisch mögt. Deswegen nimmt Pulled Chicken, einfach Hähnchenbrust anbraten, so auseinanderpulen, so, und dann sieht es aus wie dieses Thunfisch zum Beispiel. Oder macht euch da Putenbrust, die schon fett. GoPro muckt wieder rum, der kleine Bastard. Putenbrust aus dem Supermarkt, zack, statt Thunfisch. Ich mag keine Paprika. Digga, dann nimm Gurken. Ich mag kein Mais. Digga, ist mir doch egal. Nimm Zwiebeln. Ihr seid doch alt genug. Ihr könnt doch gucken, was ihr mögt und was nicht und das einfach ersetzen. Hier, das mag eigentlich jeder süß. Und ansonsten, alle anderen Kommentare sind gerne willkommen und gerne Feedback, auch Like, damit ich weiß, mehr solche Videos, solche Rezepte. Ihr könnt gerne abonnieren für mehr solche Videos, in welche Richtung ihr so den Kanal sehen wollt. Auch kommentieren. Klar, er heißt Fitness Oscar, weil ich habe mit Fitness angefangen. Dann habe ich gesehen, andere Sachen machen mir auch Spaß, kommen auch vielleicht besser an. Fitness-Vlogging läuft gar nicht mehr. Wieso soll ich was machen, was nicht läuft? Ich muss ja auch alles bezahlen hier, mein Leben und so und Frau und Kind kommt bald und man muss natürlich für seine Familie sorgen. Deswegen, wenn man Fitness mag und es läuft nicht und wenn man Comedy und Essen mag und es läuft, wenn man beides mag, natürlich macht man das, was läuft. Aber Fitness mache ich privat trotzdem jeden Tag, schon immer durchgezogen, seit 12 Jahren oder so einfach jeden Tag durchgezogen. Ernährung war nicht immer perfekt, klar. Ich esse auch gern Burger und so, natürlich. Ich liebe Essen einfach. Deswegen liebe ich auch das, was ich gerade gemacht habe. Aber ich liebe Essen. Ich werde mich da auch nicht verstecken. Klar, jetzt habe ich eine Durchziehphase. Klar, wenn ich einen Burger eintracke, ich track alles mit meiner App und es passt, dann esse ich auch Burger. Aber aktuell ziehe ich einfach durch, macht so Spaß. Ich will in meinen Topform kommen, bevor mein Sohn noch kommt und damit der stolz auf den Papa ist, wie krass der Papa aussieht. So, natürlich, ich werde kein Markus Rühl oder so. Was ich mir gefällt, ist so ein Körper wie Sis oder Jeff Seid, Christian Guzman, David Late, so ästhetisch, natural möglich, nicht zu breit wie Stoffer so. Das ist halt, ich bin kein Stoffer und ich finde das beeindruckend und krass, was die leisten. Aber ich will so nicht aussehen und ich will euch so ein bisschen motivieren, dass natural Bodybuilding trotzdem krass ist und man sich trotzdem den Arsch aufreißen muss und einfach auf der gesünderen Seite ist und man braucht einfach keinen Stoff. Für viele ist das eine Ausrede, so wenn die nicht aufbauen, die fangen dann an zu stoffen, aber es ist komplett unnötig. Ihr macht euch da kaputt, vor allem wenn ihr keine Ahnung habt und nicht jetzt irgendwie Mr. Olympia gewinnen wollt und das ist nur eine Ausrede, weil ihr zu faul seid, euren Arsch ins Gym zu bewegen und sowas zu essen. Also bleibt schön natural, wenn ihr so normale Leute seid, wie ich, sage ich mal, es lohnt sich nicht. Trotzdem respektiere ich natürlich alle Stoffer und so und was die alles schaffen und es ist krass. Das war so ein kleiner Exkurs am Ende, weil es mir gerade so Spaß gemacht hat zu labern und ich mache auf dem Kanal einfach, was mir Spaß macht. Und außerdem ist das eh Back to the Roots Fitness Oscar mäßig. Haben wir hier jetzt gemacht beides. 2 Mahlzeiten auf entspannt in 5 Minuten. 114 Gramm Eiweiß, 774 Kalorien, Low Carb, Low Fat und ich wünsche euch damit viel Spaß. Bis zum nächsten Video. Haut rein.